Herr Kern, Herr Mitterlehner, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich oft gefragt, sind Sie eigentlich erleichtert am Abend zu Hause vor den Nachrichten, wenn Sie die anschauen und denken sich, Gott sei Dank bin ich nicht mehr in einer Regierung und muss aktuell so weitreichende Entscheidungen treffen? Nein, keineswegs. Also wenn du in der Verantwortung stehst, egal ob in der Wirtschaft, in der Politik, auch in der Familie, kannst du dich ja vor Entscheidungen nicht drücken. Also es ist nicht so, dass dieses Ereignis Entzugserscheinungen bei mir produziert hat, aber Sorge, da dabei zu sein, auch nicht. Ich sehe es auch so. Ich meine, Politik ist nicht nur eine Angelegenheit für Sonnenscheinzeiten, sondern Spaß macht es manchmal. Spaß ist ein falsches Wort, aber es ist auch manchmal durchaus interessant, wenn es schwierig ist. Jetzt musst du ja keine Regierung je zuvor so weitreichende Entscheidungen treffen, so tief in unser aller Leben, in unseren Alltag, in Freiheiten eingreifen. Sie als Bürger gefragt, würde eine Gesellschaft noch einmal so einen Lockdown überhaupt akzeptieren? Also ich denke, nach der Vorgeschichte ist das in der Tat schwierig, weil wir haben ja begonnen mit extrem restriktiven Maßnahmen, mit Zwangsverordnungen. Die waren auch notwendig. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion darüber. Aber was danach passiert ist, ist eine sehr, sehr holprige Umsetzung aller anderen Maßnahmen, egal ob das die Wirtschaft betrifft, die Verordnungen zum Grenzübertritt oder Ähnliches. Und ich fürchte, das hat Vertrauen gekostet. Und vor dem Hintergrund lässt sich die Geschichte so vermutlich gar nicht mehr wiederholen. Deswegen glaube ich, noch rückwärts gelesen wäre jetzt ein Lockdown in der Art und Weise, wie er gemacht worden ist, sicher nicht mehr machbar, würde nicht mehr akzeptiert. Vor allem die Problematik, was die Wirtschaft, aber auch die Schulen anbelangt, würde man heute vermutlich anders lösen. Aber ich gebe ganz offen zu, von hinten ein Buch zu lesen, ist einfacher, als wenn ich das entwickeln muss. Ist das nicht ein grundsätzliches Dilemma, auch Herr Kern, in der Politik? Angela Merkel sagt, diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung, aber eben ohne Strafen, ohne Verbote geht es offensichtlich nicht. Das zeigt doch genau diese Pandemie. Nein, das ist in einer gewissen Weise so. Das Problem ist nur, wenn du den Leuten sagst, es gibt Verbote und Zwangsmaßnahmen, die das Verhalten regeln, so haben wir alle begonnen, und dann plötzlich in einen Weg einbiegst, wo du dann die Eigenverantwortung forderst, also wir dann klammheimlich quasi in diese schwedische Gasse eingebogen sind, dann frage ich mich, wie das funktionieren soll. Und wir haben ja an den Umfragen gesehen, und zwar nicht nur in Österreich, dass je strenger ein Politiker aufgetreten ist, je dominanter, desto besser ist das in der Bevölkerung verstanden worden und desto besser ist das angekommen. Nachdem Politiker sich aber sehr stark nach Umfragen orientieren, gibt es bei vielen sicherlich ein Problem damit zu sagen, jetzt probieren wir einen anderen Weg, weil der erste hätte so gut funktioniert. Nicht? Also das ist auch ein Hintergrund. Die Politik ist ja schon länger im Krisenmodus und es gibt eine Parallele, die aktuelle Corona-Krise. Und wenn wir vor 5 Jahren, Sie waren Vizekanzler, Sie waren ÖBB-Chef, die Asyl-, die Migrationskrise hernehmen. Beides ist nicht vom Himmel gefallen, es hat sich angekündigt, es gab Warnungen und dennoch sind die Regierungen teils unvorbereitet getroffen worden, haben reagieren müssen. Ist das unvermeidlich, weil es gibt keine Blaupause für solche Krisen, oder zeigt das auch, wie kurzfristig in der Politik gedacht wird? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es eben keine Blaupause gibt. Also irgendwo müssen Sie mal die Erfahrung einer überdimensionalen Krise in einem bestimmten Bereich machen. Und dann wird erst richtig reagiert und dann sammelt man erst Erfahrungswerte. Das ist uns so gegangen im Jahr 2008, 2009, aber auch insbesondere bei der Flüchtlingskrise. Natürlich hat es immer die Warnungen und alles gegeben, insbesondere im Nachhinein. Aber in Wirklichkeit ist immer der Eindruck, es wird schon nicht so werden und keiner macht eigentlich die entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen. Im Endeffekt sind unsere Ministerien ausgerichtet eher auf theoretische Bewertungen, auf Verwaltung. Und wenn dann der Fall eintritt, dass ich auf einmal praktisch organisieren muss, dass ich Management aufstellen muss, dass ich merken muss, wenn ich eine Verordnung erlasse, dass an den Grenzen kontrolliert werden sollte, theoretisch, wie schaut das in der Praxis aus, dann fehlt diese praktische Einschätzung. Und das ist natürlich ein Punkt, den man noch weiterentwickeln muss. Sprich, wie geht dann die entsprechende technische Umsetzung vor sich? Ich habe 2015 hautnah erlebt, weil die ÖBB damals mitten im Geschehen war und ich habe erlebt, wie viel die Zivilgesellschaft beigetragen hat, das Engagement Einzelner, das Engagement von Unternehmern zum Beispiel wie der ÖBB, damit die Dinge einigermaßen geordnet funktionieren. Und ich war damals eigentlich schon überrascht über die beschränkten exekutiven Fähigkeiten, also die Managementfähigkeiten, die eigentlich in Teilen der Bundesregierung damals bestanden haben oder in der Bundesverwaltung. Und wenn wir uns heute ansehen, wie das Corona-Management passiert, dann erleben wir ja auch, wir haben Pressekonferenzen, und danach passiert nichts. So, das passiert so widersprüchlich ist, dass wir am Ende 15 Stunden Stau
an den Grenzen haben und das Rote Kreuz ausrücken muss. Und das dahinter steckt ein massiver Substanzverlust, weil du hast, wenn man so über eine Auseinandersetzung zwischen einem Politikverständnis, das realpolitisch orientiert ist, das sozusagen die Staatskunst in den Vordergrund stellt, und einem politischen Verständnis, wo nur noch der Effekt zählt. Und ich fürchte, die Diagnose ist richtig, dass heute die Pressekonferenz alles ist, aber die reale Bewältigung von Problemen in den Hintergrund drückt. Aber ist das jetzt eine politische Aufgabe, die besser werden muss? Oder geht es da wirklich um die Umsetzung in der Beamtenschaft, in der Bürokratie, die eben hier schnelle Hilfe behindert? Ja, es ist schon eine Frage der Prioritäten und der Fokussierung, die an der Spitze auch gesetzt werden. Jetzt muss man nachsichtig sein und sagen, okay, mit einer solchen Herausforderung waren wir bislang nicht konfrontiert. Aber ich denke, wir haben allen Grund, einmal nachzudenken darüber, ob unsere Krisenmanagementmechanismen heute funktionieren und wirksam sind. Das hat 2015 gezeigt. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken. Die Pandemie hat uns die schwierigste Wirtschaftskrise nicht nur am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft beschert seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie beide sind mittlerweile in der Privatwirtschaft. Ist das Schlimmste vorbei oder rechnen Sie mit einer verheerenden Pleitewelle noch in diesem Herbst? Da glaube ich, dass wir erst nächstes Jahr dann die Opfer sehen werden, weil da halt die Geschäftsberichte kommen, vieles andere mehr und viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die weniger Eigenkapital haben. Der Tourismusbereich wissen wir ja schon, aber es gibt natürlich auch andere Produktionsbereiche in der Industrie. Und das wird vor allem nächstes Jahr schlagend werden und da braucht es entsprechende Hilfestellungen der Bundesregierung. Wir sehen jetzt europaweit, die letzte Instanz ist jeweils dann der Bund. Und da sehen wir jetzt schon bei der Kurzarbeit, wahrscheinlich geht es aber auch um die Diskussion, ob man sich nicht beteiligen muss an entsprechenden Unternehmen, dass der Staat eine andere Rolle hat. Also solche Strategien inklusive Stilllegungsprämien oder anderes wird man in Österreich wahrscheinlich auch überlegen müssen. Nur die Kurzarbeit, die eigentlich die Strukturen in den Unternehmen und auch in der Wirtschaft generell versteinert eigentlich, wird es nicht sein, auch wenn das momentan ein Allheilmittel scheint. Ja, gern, wie ist Ihre Einschätzung? Naja, wir haben die Situation, dass wir schon vor einer ernsthaften Herausforderung stehen und wir laufen Gefahr, dass das eine verlorene Dekade wird, die vor uns liegt. Weil wenn wir heute sagen, okay, wir können mit 90% der Wirtschaftsleistung auskommen, dann bedeutet das, dass sich die Gesellschaft in einige Gewinner und viele Verlierer teilen wird. Also wenn Sie sich die Zahlen ansehen, am Höhepunkt des Lockdowns war fast die Hälfte des privaten Sektors, also unselbstständige Erwerbstätige und Kleinunternehmen, betroffen in irgendeiner Form. Das hat nachhaltige Auswirkungen. Damit muss man umgehen, entschlossen. Und ich glaube, die entscheidende Herausforderung besteht jetzt nicht nur darin, ein Auffangnetz zu schaffen, sondern auch dann den zweiten Schritt zu diskutieren, welche Art von Wirtschaft wollen wir dann eigentlich wieder aufbauen, weil wir werden ja nicht mit viel Geld die alte Ordnung herstellen wollen. Da finde ich aber im Unterschied jetzt ein bisschen zu dir, wir sollten da jetzt nicht die Verteilungskonflikte nur schüren, sondern das Gemeinsame entsprechend forcieren. Gemeinsam heißt für mich, ich brauche jetzt weder eine Diskussion über Vermögensteuer noch über sonst was, sondern wenn, dann muss ich die Gelder zurückführen, die man jetzt zahlt, auf europäischer Ebene. So ist es auch beschlossen worden und sich einfallen lassen, was man da eventuell macht in Zukunft, um die Gelder zurückzuführen. Die SPÖ schlägt da die 4-Tage-Woche vor, freiwillig, aber vom Staat subventioniert. Ist das für so eine neue Arbeitswelt nach Corona die Lösung? Also ich glaube, wir müssen uns ganz klar vor Augen führen, dass es mit einer einzelnen Maßnahme nicht getan sein kann, sondern du brauchst einen umfangreichen Zutritt. Da muss man natürlich über Arbeitszeit reden, da müssen wir über die Verteilung von Arbeit reden, aber da muss man auch darüber reden, dass wir in Österreich 500.000 EPUs und KMUs haben, für die alle diese Regelungen nicht gelten und die heute zum Beispiel massiv unter Druck sind, die aber Leistungsträger sind in unserer Gesellschaft. Sie sind skeptisch, das höre ich jetzt so heraus. Ich bin der Meinung, dass eine Einzelmaßnahme nicht funktionieren kann. Wir haben eine Krise, wie wir sie seit den 30er Jahren nicht mehr gehabt haben und zu glauben, mit Fingerschnippen geht das, das wird nicht funktionieren. Dass wir über die Arbeit der Zukunft reden müssen, ist sonnenklar und da verstehe ich auch eine sozialdemokratische Partei, die solche Vorschläge macht. Und danach brauchst du aber zum Beispiel die Frage, wie gehst du mit der Digitalisierung um? Wie gehst du mit dem Klimawandel herum? Wie ergreifst du die Chancen, die eigentlich vor uns liegen? Und diese holzschnittartigen Diskussionen wären mir persönlich da eher zu wenig. Also da muss ich mich jetzt anschließen, weil meines Erachtens habe ich natürlich genau die Arbeitslosen, die dann eventuell überbleiben. Und daher glaube ich nicht, dass es jetzt richtig ist, über generelle Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren. Ich glaube auch, dass ein Mindestlohn die falsche Reaktion wäre. Ich muss ja was verdienen, was ich verteilen kann. Sondern wenn schon,
Da müssen wir über ein Grundeinkommen nachdenken. In Deutschland machen wir diese Überlegungen schon, weil natürlich die Leute nicht auf der Strecke bleiben sollen, die aus irgendwelchen Gründen jetzt vom Markt nicht mehr angenommen werden. Und nur dem Arbeitsmarktsystem werde ich wahrscheinlich auch nicht alles aufhalsen können. Also diese Überlegungen sind für eine Umstrukturierungsphase, vielleicht zeitlich begrenzt, durchaus diskutierbar. Aber das ist jetzt beachtlich, als ehemaliger ÖVP-Chef, Sie würden über bedingungsloses Grundeinkommen, das soll ja in Deutschland getestet werden, nachdenken. Bedingungslos habe ich nicht gesagt, sondern Grundeinkommen. Im Endeffekt. Wie die Mindestsicherung, ja, oder was soll das sein? Na, sowas Ähnliches, wie man es auch jetzt diskutiert. Warum? Im Endeffekt, was machen wir denn beispielsweise mit der Kurzarbeit? Die Kurzarbeit ist im Prinzip ja nichts anderes, als im Unternehmen könnte nicht mehr beschäftigt werden. Ich versuche, die Leute zu halten, aber der Staat übernimmt das, was der Markt eigentlich nicht mehr kann. Und daher wäre ein Grundeinkommen vielleicht zeitlich begrenzt, bedingt mit Qualifikationsmaßnahmen im Konnex, durchaus ein Thema, das man diskutieren kann. Und da bin ich jetzt genau bei dem Punkt. Ich glaube, es ist genau jetzt die Zeit, die Zeit des Umbruchs, über alles diskutiert werden sollte. Und dann muss ich heute das irgendwie zusammenfassen und vielleicht einen Beschluss fassen in die oder die Richtung. Und wenn es wir nicht tun, so brauchen wir nach Deutschland schauen oder teilweise sogar Frankreich, dort macht man das auch und da werden wir auch darüber nicht hinwegkommen. Was jetzt vielleicht für einen Sozialdemokraten eine ungewöhnliche Rolle ist, ich muss sagen, mich erfüllt diese Diskussion schon mit einem gewissen Unbehagen. Weil natürlich muss man die Frage der Fernverteilung diskutieren. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, wie können wir den Wohlstand erwirtschaften, den wir hinterher verteilen. Und da gibt es wirklich viele Chancen, die am Spielfeld liegen. Wir sehen das aus unserer eigenen unternehmerischen Tätigkeit. Klimawandel ist keine Bedrohung. Natürlich ist es eine Bedrohung für die Umwelt, aber für die Wirtschaft ist das ein Potenzial, wo du mit vielen Innovationen neue Wege gehen kannst. Herr Mitterlehner, mich würde das interessieren. In der Krise wurden ja auch Tabus in der ÖVP gebrochen. Also das Nulldefizit wurde durch koste es, was es wolle, ersetzt. Wie geht es Ihnen eigentlich da persönlich damit, als ehemaliger Vizekanzler, als Wirtschaftsminister, der damit, mit dem Nulldefizit, auch so manches Sparpaket begründen musste? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Umdenken, ein gravierendes Umdenken, aber ich finde es, wenn Sie es global jetzt sehen sogar, es ist ein richtiges Umdenken. Das ist genügend Geld am Markt. Die Frage ist nur, irgendwann muss ich die Zinsen natürlich bedienen und zurückzahlen und dann muss die Wirtschaft wachsen. Aber das klingt, Entschuldigung, so, wie die Schulden, die Milliardenschulden, die existieren nur am Papier. Das ist ungewöhnlich, von einem Vertreter der ÖVP zu hören. Ja, weil im Prinzip sie die Volkswirtschaft, ich glaube, es wird auch der Kapitalismus jetzt anders definiert werden müssen, gibt es eine neue Form. Wir haben eine ganz andere Entwicklung und die Entwicklung heißt, die Gemeinschaft insgesamt tritt dafür ein, dass wir mit Zuschüssen, mit Schulden die Zukunft bewältigen und den Staat voll handlungsfähig halten. Sie beide sagen ja, diese Milliardenschulden in der Krise, die sind alternativlos. Irgendwer wird die aber irgendwann einmal zurückzahlen müssen, nicht nur die Schulden, weil gleichzeitig steigen ja die Kosten für die Pensionen, für die Pflege. Darüber wird natürlich jetzt politisch nicht diskutiert, aber woher soll denn das Geld kommen? Oder anders gefragt, können wir uns die nächsten Jahrzehnte so einen Sozialstaat noch leisten? Also erstens einmal finde ich richtig, dass wir darüber gar nicht so viel diskutieren, weil sonst wird die Stimmung ja noch pessimistischer. Wenn ich sage, jetzt musst alles zurückzahlen und jetzt müssen wir auch die Systeme finanzieren, weil die werden irgendwo auch Probleme kriegen, nächstes, übernächstes Jahr, weil die Einnahmen ja weniger werden, also Pension oder Arbeitsmarktsystem. Auf der anderen Seite, heute die Vorgangsweise, dass wir mal zurückzahlen müssen, ist eine Vorstellung, die müssen wir haben, aber die geht umso leichter, je mehr ich wieder jetzt positiv erwirtschafte. Also wenn es uns gelingt, das Bruttonationalprodukt wieder nach oben zu führen, wenn die Zinsen eine Zeit lang, und das müssen ja auch die Sparer mitzahlen, also jeder zahlt ja eigentlich mit niedrigen Zinsen, dass wir uns weiter positiv entwickeln. Das ist ja eine zweite, fast nie ausgesprochene Tatsache. Wenn wir also Wachstum haben, glaube ich, dass wir da die nächsten Jahre ganz gut gestalten könnten. Herr Kern, der Sozialstaat, kann man den in der Form so aufrechterhalten? Ja, ich bin der Meinung, dass wir das sogar müssen, weil die Herausforderungen und die Unsicherheiten in unserer Welt am Arbeitsmarkt werden wachsen. Und ich bin der Meinung, da kann man Menschen nicht zurücklassen. Wenn Sie sich jetzt schon anschauen, einer der Effekte der Krise ist, Junge kommen schwieriger in Jobs, ältere Arbeitslose sind noch länger arbeitslos. Da kann eine Gesellschaft nicht zuschauen, weil das produziert, da brodelt es im Untergrund, das produziert Folgekosten. Das muss abgesehen vom menschlichen Leid.
Aber ich glaube, die Situation ist hier so, Österreich begibt mittlerweile 100-jährige Anleihen. Österreich refinanziert sich teilweise mit 0% Zinsen am Kapitalmarkt. Und wir haben viele Beispiele aus der Volkswirtschaft, wie zum Beispiel Japan, die mit 200% von BIP-Verschuldung trotzdem weiter in Wohlstand leben können. Jetzt ist das kein Plädoyer, sozusagen Geld auszugeben bis zum Abwinken. Aber ich denke, unsere Herausforderung im Moment ist, wie verhindern wir den Zusammenbruch der Wirtschaft und wie verhindern wir persönliches und menschliches Leid, und das geht vor. Wenn wir über Krisen abschließend reden und über Krisenmanagement, da passieren unweigerlich Fehler. Ausgeprägte Fehlerkultur in der Politik haben wir nicht. Manche stellen sich hin und entschuldigen sich. Andere sagen, wir haben alles richtig gemacht. Aus Ihrer eigenen Erfahrung, warum fällt denn das so schwer in der Spitzenpolitik, Fehler einzugestehen, öffentlich? Naja, am Ende des Tages haben wir die Einschätzung, der Politiker muss stark sein, der muss vorangehen, der muss das Gewinnerlächeln dauerhaft vor sich hertragen. Und das passt bei vielen mit diesem Thema Entschuldigung nicht zu tun zusammen. Ich muss dazu sagen, wenn Sie mich heute fragen, was ich persönlich alles falsch gemacht habe, also da könnte ich wahrscheinlich jetzt das Interview sprengen und mit einer abendfüllenden Ausführung. Dann begrenzen wir es, das interessiert mich wirklich. Was war im Nachhinein Ihr größter politischer Fehler? Naja, es gibt also wahrscheinlich aus der Summe von vielen, also ich erinnere mich noch gut, wir haben seinerzeit diskutiert, die Aufnahme von jugendlichen Flüchtlingen aus italienischen Camps. Wir waren damals der Meinung, wir haben schon genug genommen und haben damals darüber debattiert, ob wir das brauchen oder nicht. Allein die Diskussion geführt zu haben, ist mir heute unangenehm und ich schäme mich dafür. Herr Mitterlehner, Ihr größter politischer Fehler? Ich glaube, dass ich die Flüchtlingskrise insofern falsch eingeschätzt habe, als ich geglaubt habe, wir müssen das Problem managen und allen möglichst gute und ausreichende Quartiere zur Verfügung stellen, und nicht gesehen habe, dass der Widerstand insgesamt schon so groß anwächst, und das hätte man wahrscheinlich schon vorher diskutieren müssen, und wahrscheinlich hätte auch Deutschland mit uns besser diskutieren müssen oder intensiver diskutieren, was da passiert und was für Folgen da sind. Jetzt ist das Ganze in das Gegenteil ausgeschlagen, das finde ich auch wieder nicht gut. Aber ansonsten zur zentralen Frage zurück, Entschuldigung. Ja, das hat einen bestimmten politischen Effekt. Ich habe das sehr ritterlich gesehen, wie der Rudi Anschober beispielsweise neulich das gesagt hat, dass das Ministerium Fehler begangen hat. Auf der anderen Seite hat das dann wiederum Konsequenzen. Ich kenne ein Ministerium, da kocht dann das ganze Ministerium auf. Das glaubt also eh die Arbeit gut geleistet zu haben. Also es ist alles also relativ zweischneidig, insbesondere in einer Welt, die halt alles medial sieht und nicht wirklich differenziert bewertet. Ja, muss da jeder nehmen, wie er es will. Also auf Dauer wird wahrscheinlich ein Entschuldigungsinstrument nicht ausreichen. Da müsste der Trump ja jeden Tag twittern. Eine Krise, Herr Kern. Tut er eh sowieso, aber, tut er sowieso. Aber das Richtige. Herr Kern, eine Krise kann ich nicht auslassen, die Krise der SPÖ. Auf offener Bühne kann man die ja wöchentlich mitverfolgen. Auch Sie mittlerweile außen vom Spielfeldrand. Ist das Problem zu lösen an der Spitze, beziehungsweise diese Obmann-, diese Obfrau-Debatte, die immer wieder aufkocht? Wie sehen Sie das? Ja, man muss sagen, die ÖVP hat in der öffentlichen Diskussion eine enorme Dominanz entwickelt, auch durch die enge Verknüpfung mit vielen Medien, die den Regierungskurs bedingungslos unterstützen. Das macht es für die Opposition generell schwierig, dagegen anzukommen. Wenn ich mir aber das Spielfeld jetzt anschaue und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, glaube ich, dass ein Denken, das auf sozialen Ausgleich setzt, durchaus etwas ist, was in der Bevölkerung gewünscht ist. Und ich denke, der Zustand der SPÖ, ja, ist im Moment keiner, den man sich wünscht. Auf der anderen Seite, wir leben in so langlebigen Zeiten, es ist nicht mehr so, dass Leute eine Partei wählen ein Leben lang. Also natürlich kann man viel verlieren, aber man kann auch viel gewinnen. Und die Zeiten können sich da doch relativ schnell ändern. Ist Ihre Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner die Richtige am richtigen Platz? Also ich möchte diese Diskussion nicht führen. Ganz ehrlich, ich bin auch, verfolge auch die Tagespolitik nicht mehr in jedem Detail. Aber ich denke, die braucht jetzt keine Panik haben. Sie haben sich in den letzten Wochen öfters auch öffentlich zu Wort gemeldet. Sie in letzter Zeit gar nicht, Herr Mitterlehner. Zusammenfassend, ist das Kapitel Politik für Sie beide abgeschlossen oder eine Rückkehr in welcher Funktion auch immer denkbar? Ich habe ein Unternehmen gemeinsam mit meiner Frau, das wollen wir erfolgreich machen, das wollen wir eines Tages unseren Kindern vererben, und daneben gibt es ein paar Hobbys, und die sind dann gelegentlich auch mal vorlaut, sich politisch zu äußern. Ich muss auch sagen, ich bleibe ein politischer Mensch, mir interessiert das alles sehr, was sich da jetzt gerade in dieser Situation entwickelt.
und strebt nichts an, aber ich würde auch jetzt nicht irgendwo nie sagen, das hat sich in meinem Leben dann immer herausgestellt, das könnte dann irgendwie anders werden, aber im Prinzip bin ich sehr zufrieden jetzt mit meinem Privatleben und mit der Eigengestaltung. Du kannst Bundespräsident werden, da würde ich spenden dafür. Das ist damit jetzt nicht gemeint oder angesprochen. Das kann ja auf anderer Ebene irgendeine Tätigkeit sein, aber in einer jetzt professionellen politischen Funktion kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ich habe lange genug gebraucht, um aus dem auszusteigen, was mir über 30 Jahre geprägt hat. Das ist von der Struktur und vom Rhythmus ja gar nicht einfach, wie der eine oder andere wahrscheinlich weiß. Dann sage ich danke für das Gespräch. Danke.